Arbeitnehmererfinderrecht. Wie gehe ich mit einer Arbeitnehmererfindung um? Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischem und Partner, Patentanwalt, und in diesem Video erkläre ich genau, wie man mit Arbeitnehmererfindern umgeht, die Erfindung gemacht haben, was Arbeitnehmererfinderrecht ist und wie man die Arbeitnehmererfinder vergütet. Insbesondere gehe ich auf folgende Fragen ein. Was ist der Sinn und Ursprung des Arbeitnehmererfinderrechts? Wie meldet ein Arbeitnehmer eine Erfindung? Muss er eine Erfindung melden? Wie nimmt man die Erfindung in Anspruch? Wie meldet man dann ein Patent an? Wie hoch ist dann die Vergütung der Erfinder? Und welche Rechte kann man dem Erfinder sinnvollerweise abkaufen? Hatten Sie schon die Situation, dass Erfinder Ihnen Arbeitnehmererfindung gemeldet haben? Sind Sie Arbeitnehmererfinder und wollen wissen, was Ihnen als Rechte zustehen, was für eine Vergütung Ihnen zusteht? Über Kommentare und Fragen unter diesem Video freue ich mich natürlich. Das Arbeitnehmererfinderrecht dient aus meiner Sicht in erster Linie als Incentive für Mitarbeiter, die eben kreativ sein sollen und Erfindungen machen sollen und innovativ sein sollen. Das Arbeitnehmererfinderrecht stammt aus der NSDAP-Zeit. Die NSDAP hat nämlich ein Gesetz für Parteimitglieder gemacht, wo eben die Parteimitglieder dafür incentiviert und vergütet wurden, besonders kreativ und innovativ zu sein. Und dieses Gesetz wurde eigentlich weitgehend unverändert übernommen und es wurde eigentlich Parteimitglied nur mit Arbeitnehmer oder Arbeitnehmererfinder ersetzt, so ganz grob gesagt. Natürlich gab es auch noch andere Änderungen, aber in weiten Teilen wurde dieses Gesetz der NSDAP einfach übernommen, als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Am besten meldet ein Arbeitnehmererfinder die Erfindung schriftlich. Genau genommen reicht nach dem Gesetzeswortlaut auch Textform, das heißt SMS oder E-Mail. Für den Arbeitgeber ist es aber am besten, wenn er ein Formular bereitstellt, wo dann eben der Arbeitnehmer in einem Formular genau eintragen kann, was er erfunden hat, was der Stand der Technik ist, was der Vorteil ist, wie er heißt, was die Adresse ist und so weiter. Da können dann eben einfach die vollständigen Informationen, die ein Arbeitgeber braucht, um ein Patent nachher anzumelden oder um die Erfindung in Anspruch zu nehmen, kann er alle Informationen vollständig abfragen und ist dann eben nicht darauf angewiesen, dass der Arbeitnehmer, der sich wahrscheinlich nicht damit auskennt, und eben vollständige Informationen liefert. In der Erfindungsmeldung sollten dann auch die Namen und Privatadressen der aller Erfinder eingetragen sein. Denn in der Patentanmeldung müssen dann eben auch die Privatadressen und Namen der Erfinder angegeben werden. Und deswegen sollte man ja da schon gleich frühzeitig abfragen. Man kann in diesem Formular auch gleich den prozentualen Anteil der Erfindung erfassen. Das macht es dann nachher bei der Berechnung der Erfindervergütung wesentlich leichter. Der Erfinder, das heißt der Arbeitnehmer, muss seinem Arbeitgeber nicht alle Erfindungen melden. Er muss dem Arbeitgeber nur diejenigen Erfindungen melden, die für den Arbeitgeber auch in irgendeiner Weise verwertbar sind. Die Gerichte legen das allerdings sehr breit aus. Das heißt, als Arbeitnehmer ist man eher auf der sicheren Seite, wenn man einfach alles meldet, denn der Arbeitgeber kann dann ja auch die Erfindung freigeben. Der muss sie nicht in Anspruch nehmen und kann dann sagen, diese Erfindung nehme ich nicht in Anspruch, die kannst du selbst anmelden. Nach der Erfindungsmeldung kann der Arbeitgeber innerhalb von 4 Monaten dem Arbeitnehmer mitteilen, dass er die Erfindung nicht in Anspruch nehmen möchte. Und dann geht eben das Recht an der Erfindung komplett auf den Arbeitnehmer über. Der kann das Patent anmelden. Das Risiko für den Arbeitgeber ist dann natürlich, dass er dann im Zweifelsfall Lizenz für diese Technologie zahlen muss, wenn er sie einsetzen möchte. Also Tipp an die Arbeitgeber, gut überlegen, ob man eine Erfindungsmeldung freigibt, denn später läuft man dann halt Gefahr, vielleicht eben Lizenz für diese Erfindung zahlen zu müssen. Wenn der Arbeitgeber innerhalb von 4 Monaten nicht reagiert, dann sieht das Gesetz vor, dass er automatisch die Erfindung in Anspruch genommen hat. Ich empfehle allerdings die schriftliche Inanspruchnahme, weil dann eben genau dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat, und dann ist auch eben später im Streitfall leichter belegbar, dass das Recht eindeutig und sauber vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergegangen ist. Sobald der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch genommen hat, muss er unverzüglich ein Schutzrecht anmelden. Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen er das nicht anmelden muss. Und diese erste Patentanmeldung kann eine deutsche Patentanmeldung sein, kann eine europäische Patentanmeldung sein oder eine sogenannte PCT-Anmeldung sein. Jedenfalls gilt das für die deutschen Arbeitgeber. Wie sieht nun die Vergütung für den Arbeitnehmererfinder aus?
Erstmal als Information an den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer bekommt so größenordnungsmäßig 0,1 bis 0,5% vom Umsatz, der getätigt wurde. Das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab, die natürlich Gegenstand von unzählig vielen Streitereien und Gerichtsurteilen sind. Und diese Faktoren sind in erster Linie, also erstmal wird eine angemessene Lizenz ermittelt, die auch normalerweise einem Externen abverlangt würde, wenn er eben das lizenzieren wollte, diese Technologie. Die liegt dann vielleicht irgendwo zwischen 1 und 10%. Dann hängt das ab von der Stellung des Angestellten, also des Arbeitnehmererfinders. Wenn er ein Forschungsleiter ist, dann bekommt er tendenziell weniger Vergütung. Wenn er ein Praktikant ist, der eigentlich gar nicht in dieser Abteilung arbeitet und einfach spontane Idee hatte, dann bekommt er besonders viel Vergütung. Dann hängt es davon ab, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Erfindung erleichtert hat, also ob er einen Computer zur Verfügung gestellt hat, ein Labor zur Verfügung gestellt hat oder eben Werkzeuge, die dafür notwendig waren. Wenn er das alles bekommen hat, dann ist die Erfindervergütung ein bisschen niedriger. Wenn er einfach unter der Dusche zu der Idee gekommen ist und die Erfindung gemacht hat, dann hat er überhaupt keine Hilfsmittel gehabt, dann liegt die Erfindung etwas höher. Wenn also ein Praktikant in der Buchhaltung eine spontane Idee hatte, wie man den Motor, das handelt sich um den Motorenhersteller, verbessern konnte und viel effizienter gestalten konnte, dann hat er eine Erfindung gemacht, wo er besonders viel Vergütung bekommt. Wenn es der Entwicklungsleiter war, der eben seine ganzen Ingenieure darauf angesetzt hat, den Motor effizienter zu machen, und dann eben die entscheidende Idee hatte, dann bekommt er relativ wenig Vergütung. Eine nicht untypische Vergütung ist also so Daumenwert, vielleicht 1.000 Euro pro 1 Million Euro Umsatz. Welche Rechte sollte man nun dem Arbeitnehmer abkaufen? Da ist zum einen das Recht des Arbeitnehmererfinders, dass er ein Patent weiterführen kann, wenn man das Patent aufgeben möchte. Das hört sich erstmal einfach an, aber wenn man das Patent in, sagen wir mal, 50 Ländern angemeldet hat und dann für jedes dieser Länder fragen muss, wenn man es dort aufgeben möchte, das Patent, dann ist das ein ungeheurer logistischer Aufwand und es empfiehlt sich, das Recht dem Arbeitnehmer abzukaufen. Außerdem gibt es noch das Recht des Arbeitnehmererfinders, mitzubestimmen, in welchen Ländern, also quasi mitzubestimmen, in welchen Ländern das Patent angemeldet wird. Wenn man nämlich als Arbeitgeber sagt, ich melde das nur in, weiß ich, Deutschland, England, Frankreich, USA, China an, dann muss man im Prinzip dem Arbeitnehmer freistellen, das auch in Malaysia oder in Japan und Korea, in Australien anzumelden oder in Brasilien, überall da, wo man selbst nicht anmelden möchte, muss man eigentlich dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, das Patent dort weiter zu verfolgen. Und das ist eben auch ein ungeheurer logistischer Aufwand und vor allen Dingen ist es auch zeitlich ganz schwierig, denn man muss ja eigentlich sofort dieses Patent anmelden, dann hat man die Prioritätsfrist von 12 Monaten, dann kommt irgendwann der Prüfungsbescheid nach 6 Monaten und dann muss man praktisch innerhalb von 6 Monaten mit dem Erfinder einig werden, in welchen Ländern man anmeldet und welchen nicht und dem Erfinder die Möglichkeit geben, das in den anderen Ländern weiter zu verfolgen. Und da kann die Zeit schon mal knapp werden. Deswegen meine Empfehlung, diese beiden Rechte auf jeden Fall abkaufen. Ein typischer Abkaufpreis für diese Rechte liegt so zwischen 200 und 500 Euro. Wenn man also direkt nach der Erfindungsmeldung dem Arbeitnehmer anbietet, dass man diese Rechte abkauft und ihm dann eben dafür 200 bis 500 Euro gibt, dann ist das, das macht das Leben einfach viel einfacher sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Dieser Abkauf der Rechte ist auch von den Gerichten schon höchstinstanzlich so abgesegnet. Das heißt, das ist gang und gäbe. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ein Recht abzukaufen, und zwar das für die Arbeitnehmererfindervergütung. Normalerweise muss man nämlich jedes Jahr anhand des Umsatzes bestimmen, wie viel Arbeitnehmererfindervergütung den Erfindern zusteht und dann eben auszahlen. Oft ist das nur ein relativ kleiner Betrag und für den Betrag wird relativ viel Aufwand betrieben. Man muss dann eben jedes Mal den Umsatz mit diesen Produkten bestimmen und dann eben sehen, was für einen Anteil diese Erfinder haben und dann eben den einzelnen Anteil auszahlen. Einige Konzerne und auch einige größere Mittelständler sind mittlerweile dazu übergegangen, pauschal einfach zum Beispiel 3.000 Euro zu zahlen und dann eben dem Arbeitnehmer das Recht abzukaufen, jedes Jahr eine neue Vergütung zu bekommen. Die kann eben vielleicht ja erstmal nur bei 50 Euro oder bei 100 Euro liegen, je nachdem, wie viel Umsatz da mit dem Produkt erzielt wird.
eben kleinere Kleckerbeträge und dann gibt man dem Arbeitnehmer eben auf einen Schlag 3.000 Euro und sagt ihm dann, hier mit den 3.000 Euro sind dann sämtliche Rechte für die Vergütung für die Zukunft abgegolten. Das ist höchstinstanzlich noch nicht überprüft worden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Arbeitnehmer das eigentlich ganz gut finden und insgesamt im Schnitt damit zufrieden sind und sich gar nicht beschweren, denn sonst wäre so ein Fall bestimmt schon mal bis zum BGH hochgegangen. Die Gefahr bei diesem Modell ist natürlich, dass ein Gericht feststellen könnte, dass diese Vergütung von 3.000 Euro einfach unsittlich niedrig ist. Und ich habe auch schon konkret Erfinder vertreten, wo eine viel zu niedrige Vergütung gezahlt worden war. Und dann haben wir das erfolgreich uns einigen können mit dem Arbeitgeber. Da ging es um einen Milliardenumsatz von einem großen Telekommunikationskonzern. Und die Erfinder haben dann einen größeren sechsstelligen Betrag dann bekommen. Und das ist eben wesentlich mehr als 3.000 Euro. Aber ich würde sagen, das ist die absolute Ausnahme. Da geht es wirklich um Milliardenumsätze, die eben dann angesetzt werden. Das kommt ja nicht so oft vor. Deswegen mein Tipp, es einfach mal versuchen mit dieser pauschalen Vergütung. Man kann allerdings eben nicht sicher sein, ob das höchstinstanzlich auch standhält. Ich hoffe, dass ich in diesem Video genau erklären konnte, was Arbeitnehmererfinderrecht ist, was die Arbeitnehmererfindervergütung ist und vor allem, was der Arbeitnehmererfinder ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Ich freue mich unter diesem Video über Fragen und Kommentare zu diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.